Meine lieben Tentakelfreunde. Wir sind hier irgendwie... Guckt euch an. Ein Dreigestirn, ne? Das ist hier, ne? Ja, ne? Hogi, Laverne und... Alle irgendwie eins, ne? Das sind dünne Beine, das könnten die von Laverne sein, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Das ist alles ganz schrecklich, das ist, Hallo da oben. Kann uns jemand sehen? Hier, Hilfe, Hilfe, wir sind, Fernsehen, komm, wir gucken erst mal. Das ist richtig, ein wahnsinniger 4000-karätiger Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Rufen Sie jetzt an, 1800 Star Wars. Rufen Sie an, okay. Sagen Sie, Yoda schickt Sie. Yoda schickt uns, Yoda schickt uns. So, wir müssen jetzt irgendwie die Welt beherrschen, beziehungsweise einen Tentakel davon überzeugen, dass wir, ihr wisst, was ich meine. Erstmal herzlich willkommen hier zur vermutlich letzten Folge. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt mal ganz kurz... Hier war, glaube ich, das Zimmer von Grüntentakel. Sehe ich das richtig? Oh, mach auf, still. Aha! Oh. Geh in das Zimmer. Scheiße, die Wumme ist wieder voll. Und das? So. Oh, für mehr hat es nicht gereicht. Wasch. Nein, hier, Jungs, hier müsst ihr... Immer hauen sie ab, wenn ich sie fertig machen will. Ja, du bist halt zu blöd, ne? Oh, da ist ein Mauseloch. Wir gehen durch das Mauseloch. Okay, hier sind wir bei, ne? Ein grünen Tentakel, ne? Der liegt ja gefesselt draußen, haben wir gesehen. Und ja, Ist das, Wowie, sagte Hogi letztens. Finde ich so geil. Wowie. Nett. Komm, nimm mir mal mit, die Bowlingkugel. So, und jetzt müssen wir irgendwie, ne? Irgendwie. Hey! Irgendwie im Keller. Wo ist der hin? Wir müssen irgendwie in den Keller kommen, ne? Weil im Keller, da ist die Matschmaschine und. Die müssen wir jetzt irgendwie versuchen, ne? Ganz kurz, das wollte ich mal ganz sagen. Können wir, ist denn der Hamster jetzt eigentlich hier noch drin? Das würde mich mal interessieren, weil... Sie ist ziemlich kalt. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Okay, dann machen wir die wieder zu. Es ist offen. Pardon, schließe, genau. So, jetzt ab in den Keller. Irgendwie müssen wir da jetzt runterkommen in den Keller, ne? Ich hoffe, der... Ne, genau, hier geht's runter. Oh. Da stehen sie. 1, 2, 3, sind zwar 10, beim Bowling gibt es nur 9, aber wir haben eine Bowlingkugel. Was glaubt ihr, wofür wir die mitgenommen haben? Liebe Leute, da hängt Dr. Fred. Scheiße, wir müssen diesen Matschdreck ausstellen. Benutze Bowlingkugel mit Purpur-Tentakel. Takeln, das sind eigentlich mehrere, ne? Wir probieren das mal. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Oh, da! Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Wollen wir nicht. Ihr Menschlinge seid so engstirnig. Scheiße! Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten! Ihr könnt mich nicht aufhalten! Wir kommen nicht dran! Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus! Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt! Er ist auf jeden Fall, er spricht, ne? Okay, meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Ja, du, pass mal auf, du kleiner Pralle, Mann, hier, Zim. Eure Anstrengungen sind so lächerlich. Ha! Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten! Ha ha. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht! Also, was hast du gegen die Menschen? Lass uns drüber reden! Menschen sind unsere Unterdrücker! Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben!
Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Ist ein Argument, aber... Das verstehe ich. Bald wird es auch der Rest der Welt. Genau, wir therapieren den Bruder jetzt mal. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Ja, wir reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn. Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Ja, es ist auf jeden Fall, ne? Wer, Fred? Aber es gibt doch nur einen. Richtig. Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Dann hast du nur... Bist du wirklich aus der Zukunft? Wer sollte sonst so genial sein und den Miniaturisierer erfinden? Ich hab das schon vor dir gemacht. Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit? Genauso intelligent, aber ich hatte 200 Jahre, um über alles nachzudenken. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Genau, du hast doch eigentlich nur Dr. Fred. Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Da sind wir schon mal ein Stück weiter, ne? Das ist, ne? Das, Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Genau, Dr. Fred, ne? Das ist ja so, ne? Wir haben jetzt schon einen Fortschritt gemacht. Wir sind also von alle Menschen auf Dr. Fred runtergegangen, ne? Also, das ist schon ziemlich drastisch, wie ich finde. Das ist, ja, von was weiß ich, 8 Milliarden Menschen auf einen. Das ist schon echt eine Nummer. Warum selbst du nicht Dr. Fred, wenn du ihn so hast? Vielleicht macht das ja Spaß. Ja, probier's. Können wir das ausdiskutieren? Ich fürchte nicht. Rede. Sicher. Wartet! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Mir. Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Ach, wie schön. Wieder wie am Anfang, zu ganz Beginn. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Tja, Kinder, das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Vicky. Idioten. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Boing, 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 boing.
ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Oh, wie kann das denn angehen? Die Tentakelfahne, E-N-D-E, was heißt das? Ende. Übersetzt von Chris Mess, liebe Leute. Wir haben es irgendwie, glaube ich, geschafft. Das ist eine deutsche Version von, habe ich jetzt nicht lesen können. Toll, muss ich mir in Ruhe mal angucken, wenn ich mir die Folge rendere, weil die Stimmen waren toll, das Spiel war toll. Liebe Leute. Ich kann mich jetzt nochmal wiederholen, wo wir es geschafft haben. Ich liebe dieses Spiel. Dieses Spiel ist für mich ein absolutes Highlight der Adventure-Geschichte. Ne? Und das muss man kennen, das muss man gesehen haben, das muss man gespielt haben. Ne? Und ich glaube, ich habe das jetzt zum 4000. Male gespielt. Vielleicht ein bisschen hoch angesetzt, aber ne, schon öfter. Liebe Leute, weil die ganze Atmosphäre, die Stimmung und jetzt das schöne, schöne Abschlussbild mit dem wundervollen Sonnenuntergang, ne, und der Tentakelfahne. Was die da jetzt soll, da bin ich, ne? Vielleicht hat Tentakel doch recht gehabt und er kommt tatsächlich wieder und hat das irgendwie nochmal. Vielleicht hat er irgendwas gedealt, ne? Irgendwas hat er geplant, ne? Alter, ne? Tentakelbruder, ne? Auch die Musik, liebe Leute, ich, ja, ich könnte jetzt wieder schwärmen, ne? Ihr wisst, dass ich das Spiel liebe, ne? Und da stehe ich zu und freut mich auch, dass es zumindest einige von euch geschaut haben und auch Spaß dran hatten, ne? Und, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir sind irgendwie durch, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt gewesen sind. Ich glaube, 19, das müsste Folge 19 sein oder Folge 20. Ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist, ja. Ich sag jetzt an dieser Stelle erstmal, ne? Liebe Leute, ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an der Sache, ne? Wie meine einer, ne? Und, ja, die Tentakelfahne irritiert mich ein bisschen. Also, ne, die Klauen, ne, können wir dann wieder mit uns umziehen. Ne? Das Sam und Max erscheinen und so weiter. Loom, das sind alles die Anspielungen gewesen. Ne? Du und welche Armee war auch eine Anspielung auf Guybrush Threepwood. Das ist, ach, da ist es halt LucasArts. Ne? Das ist, jetzt wird's dunkel. LucasArts Entertainment Company. Ich wusste, er hat da was gedealt. Irgendwas, da hat sich irgendein Zeitfenster eingebaut, ne? Ja, jetzt steht da der gute Goldtentakel, kann man so sagen. Meine lieben Freunde, ne? Wie gesagt, ich, mit diesem schönen Ende LucasArts Entertainment Company, ne? TM. Sag ich jetzt nochmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß in der Sache. Ich, ne, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist auf jeden Fall, wer die Möglichkeit hat. Ich habe das jetzt hier übrigens unter Scum gespielt, für diejenigen, die es noch wissen wollen. Scum ist ein Programm geschrieben, S-C-U-M-M. Das ist man kann da dann ältere Spiele mit zocken, ne, wenn sie für Scum geschrieben wurden, beziehungsweise umgemodelt worden sind. Könnt ihr einfach mal bei gibt mal Scum bei Google an, dann werdet ihr da auf jeden Fall fündig werden. Und darunter habe ich das Spiel gespielt. Und ich konnte es auch aufnehmen, ne? Das ist hat mich sehr gefreut. Und es hat super geklappt, ne? Und wieder mal mit hier, ne? Fatzekam, ne? Und ja, bevor ich mich jetzt hier um den Verstand rede, ne, liebe Leute. Euer SPKN45 sagt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und auch wenn Gold-Tentakel mir jetzt ein bisschen Angst macht, werde ich euch trotzdem jetzt mal hier, ne, entlassen und sage nochmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und, naja, wie gesagt, was sagt der Hoagie? Wow! Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45 Gold-Tentakel. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder, liebe Leute. Ciao, ciao.